Wer kann da so naiv sein? Politik ist so naiv gewesen. Aber auch Interessenorientiert und interessenverblendet. Natürlich. Den neutralen Staat gibt es nun mal nicht in parlamentarischen Demokratien. Sondern der Staat ist immer ein Interessenstaat. Wer glaubt denn, dass die jetzige Regierung in der Bundesrepublik Deutschland die Arbeiterklasse vertritt? Ist ja genauso naiv. Aber das Problem ist natürlich mit den Sozialdemokraten, dass sie ausgefallen sind. Ja, dass sie ausgefallen sind. Als Korrektiv. Was haben wir denn noch alle 98 geglaubt, als Rot-Grün an die Macht kam? Was wir dann bekommen haben von dem Josef, von dem anderen Josef, Fischer, und von dem Gerd aus Hannover, das wissen wir ja. Unter anderem die Agenda 2010, aber das war ja nur ein Ding, was die beiden zusammen angerichtet haben und uns hinterlassen haben. Heute leben sie fett und bräsig von den Beraterverträgen aus der Wirtschaft. Irgendwo muss sich das ja dann auch mal auszahlen, wenn man einseitig fürs Kapital Politik gemacht hat. Noch nie hat eine Regierung die Steuersätze so gesenkt wie Josef und Gerd. Noch nie sind die Arbeitsmärkte von Regierungen, das hat selbst Kohl ja nicht gewagt, so kaputt gemacht worden wie von Josef und Gerd. Noch nie ist eine Regierung dahergegangen und hat das Land so vor die Wand gefahren wie Josef und Gerd. Da wünscht man sich ja den Helmut, den Dicken aus Ockersheim, zurück. Der hatte noch einen Grenzsteuersatz bei der Einkommensteuer von 56%. Dann hat er sie gesenkt auf 53%. Und Josef und Gerd auf 42%. Aber der Gipfel war, ich kann mich noch erinnern, es war 2002, von einer Auslandsreise zurück, war kurz vor Weihnachten. Meine Frau empfing mich und sagt, du glaubst nicht, was er jetzt schon wieder gemacht hat. Ich sage, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Veräußerungsgewinne steuerfrei gestellt. Ich sage, das hat er nicht gemacht, das glaube ich nicht. Doch, gleich kommen Nachrichten, hörst du an. Er hat es gemacht. Gilt übrigens bis heute. Ein Körperschaftssteuersatz, also die Besteuerung der Gewinne von Kapitalgesellschaften in Deutschland, da hatten wir vorher einen gespaltenen Satz unter Kohl, 35% für ausgeschüttete Gewinne und 45% für thesaurierte. Heute einheitlichen 15%. Vermögensteuer haben wir immer noch nicht. Erbschaftssteuersätze in Deutschland so niedrig, dass man da nur drüber lachen kann. Wir vererben jedes Jahr etwa zwischen 200 und 250 Milliarden Euro in Deutschland. Übrigens völlig konzentriert. 95% vererben nichts. Wenn diese Menschen sterben, ist innerhalb von einem Tag der private Haushalt abgewickelt, weil nichts da ist. Ja, das ist klar. Wenn das Vermögen in einer Gesellschaft hochgradig konzentriert ist, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, dass 10% der wachsenden Bevölkerung 61% ihr eigen nennen, dann ist doch klar, dass dann die Vererbung auch konzentriert ist. Das ist ja trivial in der Feststellung. Was kommt da rein? Wir haben ja noch bescheidene Erbschaftssteuern. 4,3 Milliarden waren es im letzten Jahr mit inklusive Schenkungssteuer, Vermögenssteuer abgeschafft. Und keiner denkt daran, sie wieder einzuführen. Nein, im Gegenteil, die Steuern sollen weiter gesenkt werden. Das ist die Botschaft der Neoliberalen. Staat ruiniert, Infrastruktur bricht überall zusammen, Schulen, Hochschulen, ja, hier sieht es ja auch nicht gut aus. Nehmen Sie mal mit in den Ruhrpott, kenne ich alle, fast alle Universitäten, viele Hörsäle, vor allen Dingen viele Toiletten. Da macht man eigentlich gar nicht mehr draufgehen. Ja, weil alles verkommen ist. Weil das Öffentliche ja was Schlechtes ist und die Neoliberalen uns eingeredet haben, die Welt sei zu privatisieren. Dann kommt da so etwas bei raus. Dann kann man nach einem harten Winter nicht mehr die Straßen reparieren,
weil die Kommune nicht in der Lage ist, noch das Notwendigste zu zahlen. Und da kann ich Ihnen hier sagen, wie Sie leben hier in Hamburg, aber natürlich in Hamburg auch eine hohe Differenzierung natürlich in der Gesellschaft da ist von Arm und Reich. Dann nehme ich Sie mal mit in den Ruhrpott. Dann zeige ich Ihnen da mal, abends, wenn die Lampen ausgegangen sind, dann zeige ich Ihnen da mal Stadtteile. Sie müssen aufpassen, dass wir halt wieder rauskommen. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Keine Infrastruktur mehr. Die größten Ruhrgebietsstädte, Bochum, Essen, Duisburg, alle Staatskommissare im Haus, stehen alle unter Haushaltsnotfallsgesetze, weil sie nicht mehr in der Lage sind, das Notwendigste, weil sie keine Einnahmen haben, die notwendigsten Ausgaben überhaupt noch zu tätigen. Das ist ein weiterer Befund der neoliberalen Umverteilung von unten nach oben. Das Land zerstört hat in Arm und Reich, dass wie gerade die Universität Duisburg-Essen feststellte, jeder vierte abhängig Beschäftigte in Deutschland mittlerweile im Niedriglohnsektor beheimatet ist, also 25% durchschnittlicher Bruttostundenlohn, in Westdeutschland 6,83 Euro und in Ostdeutschland 6,54 Euro. Das ist die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit. Und weiter ist reine Wahrheit, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwachsen muss. Und weiter ist Wahrheit, dass 10 Millionen Menschen in Deutschland von 82 im abgehängten Prekariat sich befinden. Und die Soziologen und Politologen mussten dann die Frage beantworten, was heißt denn abgehängtes Prekariat? Prekariat ist ja schon schlimm genug. Prekariat hast, du hast keine Planungs-, keine, nicht die geringste Planungssicherheit für dein Leben. Ja, abgehängt heißt, haben sie dann gesagt, egal wie alt du bist, du kommst daraus, Zeit deines Lebens, nie mehr heraus. Was natürlich für junge Menschen nochmal besonders schwer wiegt. Wenn du heute in einen Hartz-IV-Haushalt hineingeboren wirst, das wollten sie uns damit sagen, hast du keine Chance, da jemals noch wieder rauszukommen. Auch das ist die Wahrheit. Und das ist das Ergebnis von neoliberaler Destruktion, von neoliberaler Zerstörung von Ökonomie. Und da haben die Ökonomen, die Wirtschaftswissenschaften ganz viel Schuld auf ihre Schultern geladen. Weil nämlich Ökonomen, das hat Adam Smith schon gesagt, 1776, Ökonomen sind gefährliche Menschen. Weil sie gehen in die Politikberatung. Sie sitzen den Politikern auf den Schoß und Politiker verstehen von Ökonomie überhaupt nichts und lassen sich dann von Ökonomen, die auch die Realität nicht kennen oder einseitig interessenorientiert sind, was ins Ohr flüstern und dann glauben, Nichtwissende etwas von jemand, der da auch im Grunde genommen nichts weiß von der Ökonomie, der in seiner platonischen, in seinem Elfenbeinturm lebt, in einer Parallelwelt lebt, erzählt er diesen Politikern, wie die Wirtschaft funktioniert. Und sie wissen es überhaupt nicht, wie die Wirtschaft funktioniert, weil sie selbst nie in der Praxis waren, nie da gearbeitet haben. Und ich behaupte, Ökonomieprofessoren, die nie in der Praxis gearbeitet haben, die wissen auch von wirtschaftlicher Realität nichts. Wir müssen weiter zur Kenntnis nehmen, dass natürlich diese Umverteilung von der Lohnquote hin zur Gewinnquote Folgen hat für die Realwirtschaft auf der einen Seite, weil es ist ja völlig klar, weil die Lohneinkünfte natürlich die Masseneinkünfte speisen und damit den Massenkonsum. Und wenn das ausfällt, ja, dann fällt der Massenkonsum aus und in Folge natürlich auch die Investitionen. Warum soll denn ein Unternehmer, der merkt, dass an seinen Absatzmärkten es stottert, dass seine Produkte, die auch immer produktiver hergestellt werden, das kommt ja noch oben drauf, wo sowieso immer weniger Mensch lebendige Arbeit notwendig ist und lebendige Arbeit substituiert wird durch tote Arbeit, also durch Maschinerie und Anlagen. Warum soll denn so ein Unternehmer dann real investieren? Der müsste ja völlig durchgeknallt sein. So einen gibt es aber nicht. Die wissen genau, was sie tun. Und sie verhalten sich rational. Das heißt, sie stellen sofort die Investitionen ein.
Mit der Folge, dass dann Konsumnachfrage ausfällt, in Folge Investitionsnachfrage ausfällt, ja, dann reden wir bereits über 60-70% je nach Volkswirtschaft über Nachfrageausfall. Dann reden wir über kein Wachstum. Dann reden wir über Probleme an den Arbeitsmärkten, weil Arbeitsmärkte derivative Märkte sind. Das ist ja auch so ein Punkt. Arbeitsmärkte. Da sagen uns die Neoklassiker, Neoliberalen, die Neuklassik, wie einige sie auch nennen, oder die Neuklassiker, eigentlich müsste man sie nennen, die Neo-Neoklassiker. Arbeitslosigkeit entsteht immanent an den Arbeitsmärkten, das ist ihre Botschaft. Das ist nur ein Problem der Regler oder des Reglers, des Preises von Angebot und Nachfrage. Aber das zeigt bereits die ganze Blindheit dieser Theorie. Arbeitsmärkte entstünde immanent an den Arbeitsmärkten. Das hätte mit Gütermärkten, mit Geld- und Kapitalmärkten überhaupt nichts zu tun. Das predigen Sie den Studenten und die Studenten glauben das. Ich hoffe, Sie nicht. Ja, das ist ja wunderbar, die Theorie. Man muss ja, da sieht man dann ja auch die Interessen, die dahinter stehen. Wenn das so wäre, wenn wirklich immanent am Arbeitsmarkt durch einen falschen Regler, eine falsche Reglersetzung, das ist der Preis, in diesem Fall der Lohn, Einfluss nimmt auf Angebot und Nachfrage, dann wäre das eine Katastrophe. Das würde nämlich dann bedeuten, habe ich ein Überschussangebot, also ist das Arbeitsangebot am Arbeitsmarkt zu groß in Relation zur Nachfrage. Ja, was muss da mit dem Preis passieren, also mit dem Lohn? Richtig, der muss sinken. Der muss ganz einfach sinken, da ist der Lohn zu hoch, das predigen Sie ja. Da ist der Lohn zu hoch, da muss der Lohn sinken, damit wir ein neues Gleichgewicht bekommen. Also muss ich die Gewerkschaften bekämpfen, damit es hier zu einer Flexibilität an den Arbeitsmärkten kommt, damit entsprechend dann der Lohn sinkt, damit es zu einem neuen Gleichgewicht kommt. Und dann sagen sie, ja, und diejenigen an den Arbeitsmärkten, die nicht bereit sind, zu dem abgesenkten Lohn Arbeit aufzunehmen, die sind zu faul und freiwillig arbeitslos. Nächste Ableitung, wer freiwillig arbeitslos ist in einer Gesellschaft, ja, der kann doch nicht auf gesellschaftliche Unterstützung setzen. Wo kommen wir denn da hin? Wie sagte Gerd? Kurz vom Vorabend der Agenda 2010, zitiere ihn wörtlich, also der Gerd, der ehemalige Kanzler, kein Deutscher hat das Recht auf Faulheit. Da haben wir es. Die haben ja die Agenda 2010 bei den Merkantilisten im 17. und 18. Jahrhundert abgeschrieben. Wenn man mal bei den Klassikern hier nachliest, Mandeville, Becker, um mal zwei große merkantilistische Ökonomen zu nennen, Mandeville hat zum Beispiel gesagt, was soll aus unseren Manufakturen werden, wenn der Arbeiter Montag früh noch 2 Schilling von seinem letzten Wochenlohn in der Tasche hat. Ableitung, Therapie, Sorge dafür in einer Volkswirtschaft, dass die blanke Not den Arbeiter zwingt, jeden Tag von neuem seine wahre Arbeitskraft zu niedrigstem Lohn anzubieten, denn was ist der beste Lohn? Der beste Lohn ist natürlich der niedrigste Lohn. Damit schließt sich der Kreis. Das war ja dann Keynes, der große britische Ökonom, der das dann zum ersten Mal gegeißelt hat und gezeigt hat, auch auf Basis der kapitalistischen Rationalitätsfalle, dass der Arbeitsmarkt immer ein derivativer Markt ist. Immer. Er ist abgeleitet von den Verhältnissen natürlich, von den Austauschbeziehungen an den Güter- und Dienstleistungsmärkten und natürlich auch an den Geld- und Kapitalmärkten. Und das nimmt Einfluss auf Beschäftigung in Ableitung. Aber das ist den Neoklassikern völlig wesensfremd, ja, weil sie eben immanent hier am Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit ableiten, da ist die Botschaft eine ganz einfache, wenn Arbeitslosigkeit existiert, ist der Lohn zu hoch. Therapie, senke den Lohn und wir gehen alle gemeinsam
ins gelobte Land der Vollbeschäftigung. Völliger Unsinn, hat mit wirtschaftlicher Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun. Aber es ist tief in den Köpfen und es wird trotzdem umgesetzt und praktiziert. Und Politik begleitet es, indem dann die Arbeitsmärkte flexibilisiert werden, um den Lohn nach unten zu bringen. Kündigungsschutzgesetze werden aufgeweicht und, da könnte man jetzt hier ein abendfüllendes Programm alleine drüber machen. Die Zeit habe ich nicht.